Ich werde dir natürlich auch noch Bescheid sagen, aber wir können noch mal reden. Maike, endlich ist es soweit! Wir stehen ja seit 5 Sekunden. Wie ist dir das eingefallen? Die verfluchte Schätze des Unheils! Ja, die 4 Pokémon! Es gibt sie wirklich! Und weißt du, wo sich mir die Wahrheit offenbart hat? In der Zeitung, ja, ausgerechnet in einem Interview mit einem Zimmermann. Die Pokémon-Bändiger benutzten anscheinend geweihte Pfähle, um die Schätze des Unheils in Schreinen zu versiegeln. Jedes Pokémon wurde dabei in seinem eigenen Schrein versiegelt. In der Umgebung eines jeden Schreines halten nun 8 in den Boden getriebene Pferde die dunklen Kräfte in Schach. Diese Pfähle hier. Würde man also alle Pfähle nah an einem Schrein entfernen, dann könnte man die als, könnte man was krass machen. Und Maike, bekommst du da nicht Lust, diesen armen eingesperrten Pokémon die Freiheit zu schenken? Na klar, ich hab Bock. Denn das sind 4 legendäre Pokémon, die wir heute fangen wollen. Hehe, das ist ein Herz aus Gold. Du bist wirklich ein überaus brauchbare Zeitgenosse. Da man den Nachfahren der Bändiger Glauben schenken, so kann nur jemand mit starken Banden zu Pokémon die Pfähle entfernen. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte dazu also gewiss in der Lage sein. Ob du all dem Glauben schenkst, ist natürlich dir überlassen, aber ich markiere mal auf deiner Karte, wo du die Scheine finden kannst, weil ich zufällig weiß. Die Dinger. Ich würde meine Abenteuerlust sehr gerne selber erfrühen, aber wenn ich den Unterricht noch öfter sausen lasse, der Direktor ist schon misstrauisch genug. Hä, irgendwie ist das ja auch eine Art Schatzsuche, nur eben das Schätzen des Unheils. Gehe der Sache doch mal nach, wenn du Lust hast. Und wie ich da Lust habe. Ich habe das Vertrauen von Signora Moiras gewonnen. Und jetzt denkt nicht an Overwatch, sondern halt, ja, egal. Ihr Vertrauen haben wir gewonnen. Und ja, in dieser Folge werde ich nun versuchen, alle 4 legendären Pokémon zu fangen und euch alle Orte dieser Siegel zu zeigen. Okay, ich werde jetzt, um diese ganzen Fehler zu finden, einen Guide benutzen. Also ich werde hier ein bisschen drüber rushen, bevor ich einen genaueren Guide haben wollte. Ihr werdet schon einen woanders finden. Auf jeden Fall, hier an der Stelle ist der erste. So sehen die Dinge aus. Ich muss auch nur damit sprechen. Ich habe schon mal einen gefunden, aber dazu komme ich gleich noch. Und hier steckt ein unheilvoll anmutender schwarzer Pfahl im Boden. Und dann ziehen wir ihn da raus. Keine Animation, dafür hat das Budget nicht gereicht. Als du den Pfahl aus dem Boden ziehst, zerfällt er und löst sich in Luft auf. Genau, das zeige ich euch jetzt, wo die anderen paar sind in diesem Gebiet. Wäre jetzt ein bisschen schwieriger zu bekommen. Die bitte euch einfach hier hin. Fliegt dann mit Koraidon bzw. Miraidon hinüber. Und da hinten seht ihr es auch schon. Es ist ganz egal, in welchem Spiel ihr das macht. Denn die ganzen Pfähle sind in beiden Spielen, soweit ich weiß, an den gleichen Orten immer. So, hier ist der nächste. Den ziehen wir jetzt heraus. Und suchen dann das dritte. Hier oben, in Richtung zu diesem Pokémon Center, findet ihr einen weiteren Pfahl. Hier neben ist bei mir auch so ein kleines Starrate, was man machen kann, wenn man drauf Lust hat. Die war ich eigentlich selten, aber da gibt es eigentlich auch noch was ich zeigen muss. Das kommt dann irgendwann noch. Und auf einmal ist die Musik raus. Oh, da ist sie wieder. Oh, cool. Hier war ich nie, aber hier gibt es tatsächlich so ein komisches Gebäude, wo man draufklettern kann. Ich weiß nicht genau, was das hier darstellen soll, aber auf jeden Fall dahinter ist der nächste unserer Pfähle, die wir suchen. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Könnte so ein Damm sein oder so. Whatever. Den ziehen wir auch raus. Und dann... Ja, ja. Ich weiß. So, ihr müsst die übrigens nicht in einer bestimmten Reihenfolge machen. Ich mache das jetzt nur in der Reihenfolge, wo es mir halt mein Guide sagt. Genau. Hier oben in diese... Weiß nicht, in diesem Spiralenberg. In der Nähe hiervon. Ganz oben an der Spitze befindet sich ein weiterer. So gesehen den... Der Preis dafür, dass man hier Bomb on Battlefield den Berg erklommen hat. Ja, wir sind ja schon fast da. Ein großer Berg. Hier sind auch viele Pokémon. Verdammt. Da oben sitzt auch ein kleiner Kumpel drauf, den ihr euch direkt auch daneben einsammeln könnt. Wenn ihr drauf Lust habt. Anscheinend hat mein Trainer darauf keine Lust. Ne, ich ziehe ihn noch gleich raus da. Und da haben wir den nächsten. Ja, komm. Dich nehme ich jetzt auch noch mit. Obwohl er immer despawnt. Zumindest von der Grafik her. Hier vorne in Pratolido den Berg daneben erklommen.
Und schon findet ihr einen unsichtbaren Charakter. Cool. Oh. Okay. Nein, ich meine natürlich einen weiteren Stab, den ihr aus dem Boden ziehen könnt. Wenn ich noch ein paar TMs, die ich eingesetzt habe, aber whatever. Who cares? Wenn ihr neben Pratolito den ganzen Wasserfall hoch erklommen habt, genau hier fängt er an, findet ihr daneben wieder meine Münze und den nächsten Pfahl, den wir ja rausziehen können. Tschung! Und der letzte befindet sich hier beim Schrein des moldrigen Holzes. Da befindet sich nicht nur das letzte Ding, sondern auch direkt das Legi. Die scheinen sich anscheinend immer in diesen Schreinen zu verstecken. Und da ich da noch nie gewesen bin, fliege ich da kurz ein wenig hin. Da soll es auch in der Nähe einen Pokémon Center geben, wo man theoretisch auch sich TP'en könnte und dann hier überlatschen könnte. Aber wie gesagt, ich war da noch nie, deshalb kann ich das nicht machen. Und hi, Kleiner. Lass mir bitte gehen, danke. Hier sind noch so ein paar von diesen Raids wieder. Ich glaube einfach nur weiter geradeaus, oder? Ich glaube schon. Da war jetzt wieder eine Münze, sogar zwei. Aber die mache ich ein andermal, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Hier sind sehr viele Münzen, aber die sind allgemein überall auf der Welt verstreut. Einfach sich ein bisschen rumbewegen, dann findet ihr die schon. Genau. So. Hier ist der Schrein und ich glaube, das letzte Ding ist das hier, oder? Es ist was eingraviert. An diesem Ort wurden die Unheilstafeln versiegelt. Okay. Muss gerade überlegen, wo ist das letzte? Es könnte sein, dass es hier oben ist. Hier oben auf dem Berg. Sonst müsste ich nochmal nachgucken, aber bin mir nicht ziemlich sicher, dass das hier irgendwo ist. Oh Gott, nein. Den kenne ich auf gar keinen Fall. Ja, komm. Hier ist es. War mir schon klar. Das letzte. Und nachdem man alle 8 von den Teilen hier rausgezogen hat, können wir das erste fangen. Aus Richtung des Schreins ertönt ein seltsamer Ruf. Ja, das Pokémon ist erschienen. Und ich bin ready, es zu fangen. Speichert am besten vorher ab und sammelt ein paar Bälle ein. Oder kauft welche. Leise Geräusche dringen aus dem Inneren des Schreins hervor. Möchtest du den Schrein berühren? Ja. Boop. Ratter, ratter. Rumpel, rumpel. Rums. Und da bricht das Siegel auf. Und wir finden eine große Schnecke. Cha-chang. Und das ist ein legendäres Pokémon. Hier kommt das Legi-Theme, was wir noch nie gehört haben. Chongjian. Nee, Chongjian. Chongjian. Level 60. Geht ja eigentlich noch. Ich weiß nichts über die Legis. Ich weiß nur, wie man die bekommt und wie die aussehen. Ich weiß deren Typ aber auch nicht. Das hier würde ich jetzt mal schätzen. Bodenunlicht oder sowas? Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Die Musik ist interessant. Verderben. Das ist wohl seine Signature-Attacke, oder? Aber er scheint maybe ein Geist zu sein. Ich mach mal Flammenwurf. Das sollte es nicht killen. Okay, das ist sehr effektiv. Dann könnte es vielleicht Pflanze sein, wegen den ganzen Blättern auf seinem Kopf. Das kann sein, ja. Und ich habe den Flottball vergessen. Verdammt! Ah, ich habe den Flottball vergessen. Egal. Was soll's. Was soll's? Wir werden es auch so schaffen zu fangen. Ich weiß nicht, also die Musik ist nicht schlecht, aber es ist für dich nicht mein Lieblings-Legi-Theme. So ein bisschen seltsam. Hat so einen komischen Flair an sich. Okay, das ist hundertprozentig Typ Pflanze. Was ist dein zweiter Typ? Aber bist du dann ein Typ bei unsere beste Option?
Auch wenn es natürlich nicht drin bleiben will, verdammt! Schmatzer, nee, Schmarotzer. So, Titan, du bist dran. Du wärst theoretisch auch noch sehr effektiv. Ja, ich habe meine Pumpe nicht gelevelt, aber ich glaube, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Denn ich möchte das ja nur fangen und nicht besiegen. Das wäre zu einfach. Wenn ich das nur besiegen wollen würde, hätte ich ja schon längst getan. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man den besiegt. Ob man den noch wieder fangen kann oder nicht, das kann ich euch leider nicht sagen. Das weiß ich nämlich selber nicht. Ich lasse ihn noch mal ein bisschen heilen, bevor ich jetzt mit einer Eisattacke angreife. Oh, oh, schon zweimal. Jetzt war es schon zweimal. Wir kommen näher, wir kommen näher. So, jetzt will ich tatsächlich mal eine Eisattacke einsetzen. Am besten erstmal Eissplitter, bevor ich direkt den Eiskreise rauspacke. Weil ich möchte natürlich nicht so viel Damage machen. Okay. Aber wie findet ihr das Ding eigentlich? Ich muss sagen, vor allen vier Legis hier, für mich sehen nicht aus wie Legis vom Design her. Sie sehen aus wie einfach ganz normale Pokémon, aber... Es sind Legis. Und ja, die Schnecke ist, ganz nett, I guess. Ich habe keine wirkliche Meinung zu dem Ding. Es ist halt eine Schnecke. Stimmt, Bellybolt darf ich jetzt gar nicht benutzen wegen seinem Beulen. Warum habe ich mir Beulen gegeben? Wer kam auf die Idee? Ich. Naja. Dup. 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 Ah, oh, verdammt, dreimal aber. Das ist schon mal. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Vielleicht traut es sich ja langsam in meinem Ball zu bleiben. Ich hab gesagt, bleiben. Nicht sterben, sondern verbleiben. Verschlossen. Komm, jetzt bleib drin. Hyperball. Aber es ging daneben. Nein. Also, nein. Es hätte auch einfach daneben gehen können. Gleiches Resultat. Und warum macht die Attacke immer weniger Damage? Ist das sowas wie Superzahn? Irgendwie schon, oder? Irgendwie schon. Bom, bom, bom. Der verprügelt einfach meine ganzen Pokémon. Hey, was soll das? Versucht sich einzufangen. Ich sehe gerade auf der Zeit. Scheinbar werden wir dafür zwei Folgen brauchen. Ich hatte eigentlich, dass ich alles in einer Folge hinkriege, aber den Pokémon zu fangen ist nicht leicht. Und ich werde auf keinen Fall meinen Masterball benutzen. Und ich habe eigentlich gehofft, dass die Hyperbälle reichen, also ausreichen. Aber genau deswegen haben wir auch gespeichert. Falls wir es nicht schaffen, dass wir einfach nochmal das Spiel restarten können. Und dann war sowas erneut. Dun, dun, dun. Ah. 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 Da werde ich verrückt. Bum. Wir versuchen es immer weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Die soll jetzt endlich mal in Ball bleiben. Okay, daneben. Aber mir gehen meine Pokémon aus, ne? Das ist nicht ganz so toll. Ich habe nur noch ein weiteres Pokémon, was ich reinsetzen kann. Und danach... Bellybolt wird es halt umbringen. Das ist das Problem. Ja, ich denke, ich werde wahrscheinlich das Spiel restarten müssen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Aber ich hätte auch mal den Flopper versuchen können, ja. Flopper hat nicht eine große Chance, aber der Versuch ist es wert. Weil dann erspart ihr euch so einen Kampf hier, wenn es klappt. Stimmt, ansonsten könnte ich ja auch gleich mal meinen Timerball ausprobieren, eventuell. Das wäre auch nicht schlecht. Vielleicht ist das Ding Typ Psycho, weil diese Fehler waren ja so lila. Ich dachte eigentlich erstmal an Unlicht und das Ding ist ja auch so dunkel, aber vielleicht ist es Psycho? Ich weiß es nicht, das könnte auch sein. Ich würde es nicht ausschließen. Wenn wir es gefangen haben, wissen wir mehr. Vorher leider nicht.
Ich glaube, ab jetzt cutte ich, weil es bleibt einfach nicht drin. Und es ist nervig. Und da geht das Ding down. Oh, was? Chongjian wurde erneut im Schrein versiegelt? Oh. Naja, aber jetzt sind meine Pumme alle down. Ich restart trotzdem lieber, aber... Okay, das finde ich ganz gut. Es versiegelt sich einfach wieder in Schrein, wenn es K.O. geht. Und dann kann man es einfach nochmal bekämpfen, wenn man möchte. Ja, ich bereite mich kurz vor und dann machen wir das erneut. Okay, Flottball! Jetzt habe ich gerade gedacht, mal schauen, ob es klappt. Nö, natürlich nicht. Oh! Ja, hey, der erste Mal hat funktioniert! Wir haben's! Chongjian wurde gefangen und die Musik geht einfach weiter. Okay. Unlichtpflanze, also meine erste Vermutung lag richtig. Der Groll einer Person, die dafür bestraft wurde, die Missetaten des Königs auf Tafeln festzuhalten, hüllte sich in Laub und wurde zu diesem Pokémon. Okay. Also das ist eigentlich ein Mensch gewesen? Unheils-Pokémon. Das war nicht so nett. Dann lasse ich ihn lieber in meinem PC. Und yeah, da haben wir eins der vier. Oh, das war wahrscheinlich das erste. Ups. Oh, ein Hauptschuss hat mir wieder zugeschaut. Okay, suchen wir die nächsten 8 Fehler. Weiß nicht, wo ich anfange. Ich schau mal. In Garafosa City, ungefähr hinter der Arena, könnt ihr hier hinter diesem großen Baum einen Pfahl finden. Diesmal sind sie statt lila gelb. Wir ziehen ihn heraus. Und es passiert so ziemlich das gleiche, was auch bei den anderen passiert. Wenn ihr bei Garafosa City ein bisschen nach unten geht und hier ungefähr seid, könnt ihr hochklettern und immer weiter hochklettern, bis ihr irgendwann fast ins Pokémon reinläuft und diesen Pfahl hier findet. Hier in der Nähe ist auch, glaube ich, ein Turm und hier sind noch ein paar Mauern, haben wir im Hintergrund gesehen. Vielleicht hilft das ja, das zu finden. Ich versuche ein kleiner Guide zu sein, aber es gibt auf jeden Fall bessere Guides. Nein, wie auch immer. Hier an dieser Stelle, wo man auch hier vorne die Pokémon-Liga sehen kann. Ich glaube zumindest, dass sie die Pokémon-Liga ist. Zumindest sagt jetzt die Map. Ansonsten, hier, jetzt sieht man besser, wo das ist. Wenn man sich jetzt umdreht, dann sieht er dort vorne den Pfahl, den wir da rausreißen können. Nur einen kleinen Voltilam, das gerne zuschaut, denn... Die sind ja beide gelb. Und die Musik, die ist wieder mysteriöserweise weg. Und da ist sie wieder. Hier an diesen 3 Windmühlen mit 5 FPS, hier an dieser Stelle, wo auch der Schrein des zweiten Eises ist, hinter denen findet ihr hier unten in dieser Schlucht den Pfahl. Da müsst ihr aber fliegen können, glaube ich. Oder zumindest klettern. Whatever, beides geht. Nicht springen, tu es nicht. Und dann findet ihr hier eine der Rede. Wie toll er doch ist, oder? Da will man ihn gleich mal rausziehen. So schön wie er leuchtet. Oh yeah. Hier bei diesem Pokémon Center. Da hinten sind übrigens die Windmühlen. Ansonsten hier auf der Karte nochmal. Hier runtergesprungen. Findet ihr in der Ecke den nächsten Pfahl. Der hängt da so ein bisschen schräg ab. Aber kann er ruhig. Stört mich nicht. Denn er wird jetzt sowieso rausgezogen. Weg vom Boden, ja? Ich möchte das Legi fangen. Du störst. Ich habe keine Ahnung, was ich hier laber. Ja, nächster Fall. Hier an dieser Stelle, in der Nähe von Azarila, hier gibt es einen Fluss und in der Nähe dieses Flusses, irgendwo in diesem Bereich, findet sich der nächste. Außerdem, glaube ich, ist noch was auf dem Turm. Oder irgendwas ist hier. Der schiefe Turm von Plitsch. Eines der 10 Wunder Paldeas. Aha. Ja, der waren wir noch nicht. Ja, manche Orte habe ich mich einfach nicht umgeschaut, weil... Ihr wisst ja, hat mich nicht wirklich interessiert. Und, ah, hier ist er. Wollte schon sagen, der war hier irgendwo. Irgendwo in der Nähe. Hier ist er. Und damit fehlen, glaube ich, noch 2. Ein oder 2. Finden wir gleich heraus.
Leider sagt das Spiel einem nicht, wie viele einem noch fehlen. Das wäre noch ganz cool. Sobald man den schiefen Turm von Pisa, ich meine natürlich Plitsch erreicht hat, kann man sich übrigens auch hintippen und hinfliegen. Und wenn wir hier, ich weiß, hier hinten war der eine Pfahl. Wenn wir aber hier nochmal ganz nach unten springen, ich glaube hier in der Richtung war das, wenn wir hier komplett einfach abspringen, finden wir eine Höhle. Und nein, ich meine nicht die Höhle, sondern eine ganz andere. Ich weiß, hier gibt es ja die Azarilla-Grotte, durch die man durch muss. Aber ich spreche eigentlich von einer ganz anderen, die hier, glaube ich, in der Nähe ist. Ich glaube, hier maybe. Ansonsten, ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Ah, verdammt, ich bin rechts abgesprungen. Dabei muss ich links abspringen. Und ich weiß, hier ist ja die Grotte. Aber da wollen wir dran vorbeifliegen und einfach uns fallen lassen hier. Dann, wenn wir das tun, finden wir irgendwo in der Nähe eine weitere Grotte. Hier ist noch eine TM, by the way. Drachenroute. Wo ist denn die Höhle? Hier ist die Höhle. Hier ist auch ein Trainer. Und das ist eine ziemlich gerade Höhle. Und ihr könnt den Pfahl hier eigentlich gar nicht übersehen. Also das... das wäre echt traurig, wenn man den hier übersehen würde. Dann ab zum Augenarzt, würde ich sagen. Ich glaube, Kuraldon möchte ihn auch schon essen. Ja. Schöne Aussicht, was? Hier wieder in der Nähe von Azarilla. Wenn wir hier beim Wasserfall etwas runterspringen und runterfallen. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt richtig falle. Ah, ein bisschen mehr noch. Wir fliegen hier in die Richtung und dann müsste es eigentlich gleich laden. Müsste es eigentlich hier in der Nähe sein. Hier irgendwo beim Wasserfall. Ich guck nochmal. Ah, ja, hier. Hab gerade gesehen, genau. Hier ist dann der achte Pfahl von den gelben. Und das Tor habe ich auch schon gezeigt, wo es ist. Da sprinten wir schnell hin und fangen dann das zweite Legi. Bah. Aus Richtung des Schreins ertönt ein seltsamer Ruf. Welches Pokémon das wohl sein wird? Könnt euch noch daran erinnern, als wir hier von einem Vogel abgeschossen wurden? Daneben war die ganze Zeit lang ein Schrein, den wir scheinbar immer übersehen haben. Ich gucke auch gerade, wo der ist. Ich glaube, der ist hier unten. Ich glaube, wir müssen hier einfach nur runterspringen. Ja, da ist er. Schwertanz finden wir auch noch. Nicht schlecht. Okay, und ich bin ready. Das gelbe Siegel. Leichte Geräusche kommen hervor. Berühren wir den Schrein und finden raus, welches Legi sich hier drunter befindet. Ratter, ratter, rumpel, rumpel und rums. Es ist... Ui. Bau, bau. Es ist ein Snubbilicard mit Typ Eis. Zumindest ist das erste, woran ich denken muss, wenn ich das Ding sehe. Aber ganz ehrlich, das Design. Bei dem Ding kann ich mir schon vorstellen, dass es ein Legi ist. Das ist ein richtig cooles Design. Also das ist... Ja, wie soll ich sagen? Ein richtig cooles Legi. Ja. Genau das. Es ist ein richtig cooles Legi. Also komm in den Ball. Denn dich würde ich gerne haben. Oh. Oh, schade. Das war actually close. Okay, das Ding ist auf jeden Fall Typ Eis. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das Ding ist Typ Eis. Nur hat es einen zweiten Typen? Und wenn ja, was ist der zweite Typ? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Legis müssen hier zwei Typen haben, aber... Hat ja nie jemand gesagt, dass das sein muss. Ich weiß nicht, wie klug oder wie dumm das jetzt ist. Ich werde trotzdem einmal Flammenwurf einsetzen, um zu schauen, wie viel Damage das macht. Vielleicht überlebt das ja. Und die haben alle Verderben als Attacke. Das ist wirklich einfach so ein Superzahn, ne? Ah, das dachte ich mir schon, dass das killt. Ah, verdammt. Aber nicht schlimm. Theoretisch kann man hier farmen, XP farmen. Nein, nicht schlimm. Entweder ihr habt gespeichert oder wenn auch nicht, dann könnt ihr einfach direkt mit dem Ding wieder reden. Oder? Warte, was?
Offenbar wird es etwas dauern, bis ihr das tolle Schrein wieder öffnet. Sag mir jetzt aber nicht, ich müsste wieder alle neu sammeln. Oh Gott. Na gut, dann reset einfach das Spiel. Erneut versuche ich jetzt wieder den Flottball. Denn eventuell gab es diesmal. Vorhin war es ganz gut. Okay, das war tatsächlich schlechter als vorher. Du setzt direkt Verderben ein. Und ja, ich bin überzeugt, Verderben ist einfach super zahm. Ich meine, was soll es sonst sein? Das macht immer halb so viel, wie ich... sag du mir Hilfe. Das macht immer halb so viel, wie ich gerade noch am Leben habe. Und jetzt möchte ich halt überlegen, welchen setze ich ein, um anzugreifen? Hakuro ist zu OP für das Ding. Eventuell Eis gegen Eis bekämpfen? Ja, ich habe ein bisschen meine Pokémon auf den gleichen Level gebracht. Weil ich noch ein paar XP-Ballons übrig hatte. Okay, das funktioniert nicht so gut. Vielleicht funktioniert... Oh, Hilfe. Vielleicht funktioniert Body Slam. Außer ich sterbe instant. Oh, zum Glück nicht. Vielleicht funktioniert Body Slam. Das Ding ist halt... Oh, nice, Paralyse. Stoßeffekt ist immer geil, wenn man Pokémon fangen möchte. Ja, stimmt, versuchen wir es einfach jetzt zu fangen. Typ Eis ist das. Aber was ist es noch für ein Typ? Wenn überhaupt. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist vielleicht nur Typ Eis. Und zum Glück ist es paralysiert. Wunderbar. Ich muss ehrlich sagen, die Location passt überhaupt nicht für das Ding. Oh, nice. Eigentlich müsste das hier das Ding sein, was oben in dem Schneegebiet ist. Ich weiß nicht, warum das hier links in der Ecke ist. Ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen. Aber na gut, dann ist es halt so. Ich versuche die nur zu fangen. Wow. Wie viel Pech muss man bitte haben, dass man wegen der Paralyse 3 Runden hintereinander nicht angreifen kann? Das klingt schon bestimmt irgendwie leid. Irgendwie tut es mir schon leid jetzt. Ja, endlich kann es mich angreifen, aber du bist dumm. Warum willst du Verderben ein? Das ist dumm. Willst du mich nicht killen? Okay, das braucht mir auch nicht killen. Ist ja ganz nett, wenn du es nicht tust. Ich würde gerne wieder am Leben bleiben. Ach, was macht es das? Warum setzt es das ein? Das war sogar gut. Das Ding hat überlebt und jetzt ist es auf einem KP oder so. Ich wollte eigentlich schon mein Spiel resetten, aber brauche ich gar nicht. Cool. Das ist nicht wirklich eine Katze. Das ist aber eine Raubkatze. Eine Eisraubkatze. Eine Reiskatze. Eine Reiskatze ist es. Und wir haben's. Baujan heißt das Ding. Alle haben irgendwie Jan im Namen, die Legis, weiß ich nicht. Okay. Und die Story dahinter ist. Okay, es ist Unlicht. Okay, das andere war Unlicht Pflanze, das ist Unlicht Eis. Vielleicht sind die anderen beiden Unlicht Feuer und Unlicht Elektro oder so? Oder Wasser? Baujan kann bis zu 100 Tonnen Schnee kontrollieren. In den Lawinen, die es auslöst, tollt es ganz arglos herum. Okay, hier wird jetzt nicht gesagt, ob es ein Mensch mal war oder nicht, aber krass. Deswegen ist mächtig. Okay. Dong. Vielleicht machen wir die sogar in der richtigen Reihenfolge gerade. Vielleicht ist dazwischen einfach noch ein anderes Pokémon noch. Naja, wie auch immer. Die nächsten beiden mache ich dann in der nächsten Folge, weil... Oh Gott, der lag da unten. Weil jetzt ist die Folge tatsächlich schon ein bisschen zu lang. Also, falls ihr die anderen beiden sehen wollt, seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn wir dann Pokémon Scarlet weitermachen. Yeah. Woo! Weehee! Juhu! Wee! Hä, lol. Wenn man sich dreht... Wir machen den gleichen Move wie damals Schwert und Schild, nur diesem Protagonisten wird's üblich. Und gerade so ähnlich.